So, wir sind jetzt hier bei einem Kunden und unser Härteprüfer ist hier aufgebaut und wir wollen halt einfach mal zeigen, was man mit der Makroskopübersicht macht. Und ja, Jasko, leg mal dann das Teil drauf. Also wir haben jetzt hier so einen Vierfachprobenhalter und damit wir loslegen können, müssen wir jetzt erstmal den richtigen Abstand zwischen Objektiv und den Proben herausfinden. Und dazu gibt es so einen Sensor, der fährt da kurz drauf und zack, haben wir schon den richtigen Abstand und dementsprechend auch ja, ein scharfes Bild. Jetzt gehen wir mal auf die Makroskopansicht, das heißt, da fährt der Tisch ein Stückchen zurück. Und wir machen jetzt halt ein Bild von dem Schliff da links oben. Ne? So, da haben wir diesen Schliff, dann nehmen wir jetzt den ganzen Schliff auf. Und jetzt ja, machen wir in dem Schliff einfach mal einen Eindruck. Da kann man auch Muster, Mapping und so weiter machen. Aber geht jetzt einfach nur ums Prinzip. So, wir fahren dadurch, dass wir den Schliff jetzt angewählt haben, unter das Objektiv. Haben das Bild hier aufgenommen. So, und wir sind jetzt dann, ich gehe mal dahin, dann hier auch schon in der Position, wo wir es machen wollen. Das heißt, irgendwie in den mittleren Zahn. Dann fährt der Härteprüfer auch automatisch an diese Position hin. Ja, und können wir einen Eindruck machen. Und mit dieser Makroskopansicht geht das also sehr schnell, die richtige Position im Schliff zu finden, wo ich einen Eindruck dann machen will. Der Härteprüfer, das ist jetzt ein Vickers Indenter. Macht seinen Eindruck. So, ist fertig. Dann schwingt er gleich aufs richtige Objektiv. Dann sehen wir da den Eindruck und ja, auch gleich gibt er automatisch den Härtewert dann raus von diesem Eindruck. Ja, das war es jetzt erstmal so für die Makroskopansicht.